eure Zeit verschwenden und wir springen sofort rein in die erste Champs Event. FlyQuest gegen Cloud9 soll das erste Spiel für uns heute sein. Oben könnt ihr auch schön die Statistiken ablesen. 6 Siege, 1 Niederlage bisher von Cloud9, die sich gestern auch in einem ziemlich guten Game gegen die aus meiner Sicht bisherigen Favoriten Team Liquid durchsetzen konnten. Also der erste Platz, den haben sie sich auf jeden Fall verdient. Sind damit FlyQuest momentan gleich auf. Nicht mit FlyQuest, mit Echo Fox, Entschuldigung. Ja, und FlyQuest bisher in einer soliden Mitte unterwegs. 3 Wins, 4 Niederlagen. Im Endeffekt steht da sowieso nichts auf dem Spiel. Wir haben ja das neue Franchise-System, das heißt, man kann auch als letzter Platz dort nicht aus der LCS rausfallen. Zumindest vorerst nicht. Hat sich hier dafür entschieden, sowohl Zoe als auch Cassio und Gale für die Midlane zu bannen und Sejani als Jungler. Das wiederum lässt natürlich viele Möglichkeiten für die Botlane offen. Varus und Kalista sind da auf jeden Fall so diese Stichchampion, über die man reden muss, wenn es halt um Lane Domination geht. Ist ja sehr oft gebannt gewesen. Gerade Varus rückt halt immer und immer mehr in den Mittelpunkt und etabliert sich halt als wirklich sehr, sehr starker, sowohl Lane als auch Midgame Carry. Hat sich jetzt selber noch gegen Cyberbann entschieden. Was wiederum disabled auch Rakan so ein bisschen. Also Rakan für mich selber, ehrlich gesagt, nur ein Support, der halt in Synergie mit Xayah absolut Sinn macht, aber ansonsten für den kompetitiven Bereich halt Nachteile gegenüber anderen tanky Peel-Supports hat. Braum und Tam Kennensteiner zum Beispiel genannt. Ja, und der Ryzeban kommt noch. Macht so ein bisschen freien Platz für den Azir, der auch genommen wird. Ich bin gespannt, was die Antwort darauf ist. Azir, und das ist auch noch wichtig, auf Patch 8.2 noch nicht genervt. Also wahrscheinlich der Champion in der Midlane, der halt hier auf jeden Fall der Pick sein sollte, wenn man dort einen stärkeren Midlaner und vor allen Dingen den skalierenderen Midlaner haben möchte. Gangplank Gnara ist ja so dieses Standard-Top-Lane-Matchup, auch da bin ich gespannt, ob man hier eine Lösung für findet. Gestern ja, und das muss ich wirklich nochmal hervorheben, Licorice mit einem fantastischen Performance-Tag. Also er musste sich ja gegen seinen Vorgänger Impact gestern beweisen. Und ja, das hat er sehr gut gemacht, 2 Solo-Kills geholt. Auch gegen den Gangplank. Gestern hat er dort mit Vladimir performt. Ich bin gespannt, ob es da heute auch in Richtung Vladimir geht. Ich spiele mal kurz mit dem Nidalee-Gedanken. Den würde ich ehrlich gesagt sofort verwerfen. Nidalee für mich momentan nicht der beste Jungler. Sie ist viable, aber sollte das Game halt einmal nicht in die Fugen kommen, du kommst nicht schnell genug voran, dann wird sie auch sehr, sehr schnell dort nutzlos, wenn man so möchte. Cloud9 jetzt in der Reihe. Aber ganz, ganz kurz den Kog'Maw. Ja, hier kommt der Vladimir. Der hat gestern gut funktioniert. Also mich sollte es nicht wundern, wenn es hier wieder für Licorice der Vladimir wird. Da kommt schon die erste Frage. Wo ist Garna? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Den Ezreal haben wir schon. Ezreal gestern ja auch der To-Go-Pick gewesen für die Early-Carry-Position. Aber wo ist der Skarner, Freunde? Den vermisse ich auch noch. Meine Sejani ist gebannt, dann können wir ja ruhig für den Skarner gehen. Sven Skirin ja auch gestern mit Skarner performen. Frag mich halt wirklich, ob das gestern so ein Trend war für den einen Tag und alles halt irgendwo abgeschaut haben, aber er wird gerade auch wieder gehabert. Wo ist der Skarner? Und da ist er! Auch heute wird Sven Skirin auf Skarner unterwegs sein. Und wir finden Statistik. Die Statistik werde ich auf jeden Fall nicht aus den Augen lassen. Skarner bisher hat 2 von 3 Games gewonnen und in jedem Game den niedrigsten Schaden gehabt, außer im letzten. Da hatte er noch ein bisschen mehr Damage als der gegnerische Support. Also er hatte in 2 von 3 Games den niedrigsten Schaden und in dem letzten Game war es jetzt auch nicht unbedingt ruhmreich. Aber seine Aufgaben sind ja auch andere als Schaden auszuteilen. Das muss man hier natürlich hervorheben. Ja, Talia jetzt auf die Mitte eingeloggt. Ist für Fly sogar eigentlich ein ganz interessanter Pick. Talia ist ja so vom Champion-Design her sehr, sehr ähnlich wie Aurelion. Wenn man überhaupt einen ähnlichen Champion zu Aurelion finden kann. Also sie basiert ja auch sehr, sehr darauf, auf die Sidelanes Druck auszuüben, die Mitte raus zu pushen und dann halt einfach roamen zu gehen. Und das wiederum kann sie natürlich, ja, ist für Fly sehr, sehr gut, weil er selber auch ein starker Aurelion-Spieler ist. Also er kennt dieses Design und kann so einen Champion sicherlich sehr gut umsetzen. Kalista, Varus habe ich von angesprochen. Ja, und hier kommen auch direkt die beiden Bans. Die möchte man nicht gegen sich haben. Auch in der Midlane, das Matchup ist sehr interessant. Ich habe heute selber dieses Azir-Talia-Matchup gespielt. Das ist im Early für Azir nicht ganz angenehm. Also er wird halt reingepusht, obwohl er selber eigentlich ein sehr guter Pressure-Champion für die Midlane ist. Und kann sich da halt nicht komplett behaupten, so gerade diese ersten 3 Level. Aber er outscaled eine Talia ziemlich schnell. Der hat halt sehr, sehr gutes Play-Potential gegen sie. Vor allen Dingen dadurch, dass er mit dem E-Dash hat, kann er quasi, wenn sie im rein 1 gegen 1 sind und sie sollte ihre EW-Kombo nutzen, kann er sie halt perfekt mit dem Dash all-in. Ohne Angst haben zu müssen, dass er dort den All-In-Kampf verlieren sollte. Alistar gibt's für FlyQuest. Und Cloud9 sind jetzt so am Zug und mussten sich halt noch für eine solide Botlane entscheiden. Tam Kench auf jeden Fall eine Option, die noch offen wäre. Braum ist auch offen. Das sind so die beiden Optionen, die ich für sie sehe. Oh, Jinx wird kurz gehabert. Ist nicht schlecht. Jinx hat ja einige Buffs bekommen. Ja, wird ja auch eingeloggt.
Jetzt wäre halt Nunu richtig geil gewesen für den Jungle. Ich muss auch ganz ehrlich verstehen, das ist so eine Sache, die ich jetzt nicht verstehe. Man geht für den Skana-Pick, obwohl halt auch eine Nunu offen gewesen wäre. Und ich habe ja vorhin so ein bisschen den Vergleich von Nunu und Skana gefunden. Wenn du halt eine Jinx und einen Azir, also wenn du die beide im Team hast und mit dem Gedanken spielst, so eine Combo zu spielen, warum nicht für Nunu gehen? Das wäre halt einfach, holy shit. Das wäre halt so ein guter Champion gewesen in dem Szenario. Als Support natürlich eher weniger, auch wenn es euch natürlich lieb wäre. Nee, aber hier kommt der Tahm Kench, der geht hier vollkommen klar. Damit hat man auch eine gute Frontline. Bisschen wenig Peel für Jinx, also sie hat halt weder Shields noch großartig Movement Speed extra zur Verfügung. Sondern muss sich halt komplett auf den Tahm Kench Peel verlassen, das jetzt nicht unbedingt der stärkste ist. Aber gerade in Situationen, wo Jax vielleicht mal reinspringt und versucht den alle Carries zu stunnen, reicht es eigentlich voll und ganz, wenn Tahm Kench in der Lage ist, sich da kurz rauszufressen. Die Gegner haben auch zugegebenermaßen nur mit Alistar relativ wenig Engage. Das ist halt auch nochmal so ein Faktor, der wirklich interessant werden kann. Also das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mir denke, Cloud9 hat aus meiner Sicht die bessere Combo. Sie sind halt super tanky, sie haben ein sehr stabiles Mid-Game, ein sehr gutes sogar, und haben ein holy shit Late-Game. Also da wird ihnen kaum einer was im Teamfight vormachen. So ein bisschen Poke ist auf der gegnerischen Seite mit Ezreal vorhanden, aber ich denke, mit Jinx, Azir und Vladimir hast du halt einen richtig, richtig guten Late-Game-Teamfight und vor allen Dingen halt auch einen gut ausbalancierten Schaden, was magische Schaden, normalen Schaden angeht. Aber, und das ist ja auch nochmal eine ganz kleine Sache, die man hervorheben muss, das Early Game kann halt durchaus von FlyQuest bestimmt werden. Tadir ist da halt so ein Champion. Warte mal, haben wir nicht Fly in der Mitte? Gut, dass da King steht. Warte mal. Das ist auf jeden Fall interessant. Da hat man anscheinend ganz, ganz schnell nochmal den Midlaner geswappt. Ja, FlyQuest, guter Move. Ich habe auch gerade auf die Kameras nicht geachtet, wer im Endeffekt wirklich dort saß. Das werden wir gleich sehen. Netter Versuch. Woher kommt dieser plötzliche NA-Skana-Fetisch? Ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin auch noch immer nicht davon überzeugt. Ist das viele Game, das wir jetzt mit Skana sehen. Das erste Game am heutigen Tag. Herzlich willkommen, meine Lieben. Cloud9 gegen FlyQuest. Die Fans, die jubeln schon und sind halt schon heiß zu sehen, wie ihre Leute dort jeweils performen können. FlyQuest hat man auch einige Male gehört. Collegiate players could also play in high-level games and improve to the level of LCS. I think I might not be there quite yet, but I'm definitely getting there. Alles klar, dann viel Spaß beim Verbessern. Auf LCS-Level zu spielen ist halt nicht immer die einfachste Möglichkeit, die einfachste Option. Es ist jetzt übrigens wirklich Fly in der Mitte. Es ist nicht Keen. Da haben sie uns getrollt. Ja, Riot, ich hab's gesehen. Das Overlay war nicht korrekt. Aber das ist okay. Das gibt Schlimmeres. Was mich ja gespannt, was man rausholen kann. Also für mich die Botlane auf jeden Fall eine sehr interessante Lane, weil Ezreal halt super sicher ist. Also Ezreal selber wird auf der Botlane nichts passieren. Allgemein Kills dort zu holen ist relativ schwierig. Wenn Kills auf der Botlane fallen, dann sehe ich sie halt eher für FlyQuest. Fällt mir jetzt auch gerade auf, ne? Die Abkürzung von FlyQuest ist ja Fly, jetzt haben wir Fly in der Mitte. Ja gut, natürlich auch ein bisschen witzig. Ob er sich das gedacht hat, als er sich damals sein Nickname ausgewählt hat. Aber vielleicht wurde er deshalb auch von FlyQuest engagiert. Nur wegen dem Nickname. Ja, man weiß es nicht. Ja, Svenskeren, ähnlich wie gestern auch, nimmt hier einen standardmäßigen Red Buff Start mit. Lässt sich dann auch ganz gemütlich pullen. Die Botlane ist da für sie eh nicht so wichtig, jetzt schnell auf der Lane zu sein. Es gibt natürlich so eine Meta, wo es halt wichtig ist, den ersten Push zu bekommen. Aber in dem Szenario, wo du halt Alistar und Tahm Kench auf einer Seite hast, wird halt nichts passieren auf der Botlane und beide Seiten werden halt ganz in Ruhe farmen können. Ja, Jensen muss hier ein bisschen aufpassen. Leider wird sie schon ein bisschen aggressiver, um natürlich pokern zu können. Und sie ist auch Level 1, war eher deutlich stärker darin, die Wave einzupushen. Und das wird auch erstmal so bleiben. Level 2, Level 3, mit seinem B, mit seinem E ist er halt noch ein bisschen besser mit dabei. Azir zwar auf Patch 8.2 jetzt noch nicht die hohen Cooldown-Werte auf dem Q. Also Jensen kann durchaus poken im Early. Aber wenn sich leider davon nicht beeindrucken lässt, hat er halt trotzdem die Push-Pressure auf seiner Seite. Jax selber haben wir gestern auch, haben wir die zweimal gesehen? Ich glaube zweimal war es. Also er kommt, oder der Pick rührt auch so ein bisschen aus der koreanischen Zone-Queue Anfang der Preseason und hat sich da sehr etabliert. Das ist für mich auf jeden Fall ein Pick, für den man aktuell wirklich gehen kann im Jungle. Er hat einen sehr, sehr starken Level 3-Gank, sollte er halt seinen Stun durchbekommen. Er hat ja sicheren CC, ist halt relativ einfach vom Kit her und hat einen Gap-Closer. Also auf jeden Fall ein Champion, den man hier, was die Early-Ganks angeht, niemals unterschätzen sollte. Man kann ihn vielleicht so ein bisschen mit Jarvan vergleichen. Abgesehen davon, dass Jarvan halt den Level 2-Gank hat und Jax halt den Level 3-Gank.
Wurde hier aber jetzt gespottet an der Stelle, also man hat gesehen, dass er die Ward platziert hat. Und dementsprechend weiß man natürlich auch, dass Botlane dort so ein bisschen freie Bahn hat. Dass Smoothy und Sneaky können hier in Ruhe reinpushen, wissen, dass sie nicht gegankt werden können, weil der gegnerische Jungler gerade Topside unterwegs ist. Ja, mit der steht momentan 16-16 CS. Der Schluss war halt sich dort auf die Wahl des Minion-Dematerializers. Mal wieder ein schönes Wort entschieden. Und natürlich auch nochmal in der Lage, noch mehr Push-Pressure aufzubauen. Finde ich ist für Natalia wirklich eine sehr gute Variante. Weil das ist ja wirklich ihr Ziel. Pushen, 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 roam gehen, Druck auf die Sidelines ausüben. Und das würde hier wirklich interessant werden. Und ich habe ja davon gesprochen, dass das Early-Mid-Game für FlyQuest wirklich sehr relevant wird. Und da ist jetzt die Botlane auf jeden Fall in den Fokus zu setzen. Wir haben auf der Botlane bei Cloud9 halt zwei sehr immobile Champions, was natürlich ein fundes Fressen für Natalia Wall ist. Beide kommen nicht rüber. Wenn Tahm Kench hinter der Wand steht, kann er, glaube ich, von der Reichweite her die Jinx rüberfressen. Also kann sie rausretten. Aber es würde halt voraussetzen, dass er wirklich schon dahinter ist. Beim ersten Mal gibt es halt den Flash, beim zweiten Mal kannst du dann durchaus zum Kill kommen. Vorsicht, ist da geboten. Aber auch da, ne, wir sind ja hier auf Profispieler-Level. Nicht ganz so gut wie beim King auf Spandau, aber doch ähnlich stark. Und da weiß man natürlich, was einen erwartet. War auch gestern, finde ich, gut zu sehen in den einzelnen Szenarien, in den einzelnen Games. Dass halt die Teams einen sehr klaren Plan hatten, den sie verfolgt haben. Sehr gute, sehr reine Strategien. Die sie auch versucht haben umzusetzen, dass natürlich hier und da Fehler passieren sind. Das bleibt natürlich auch im Profispielerbereich nicht aus. Wenn bei League of Legends halt keine Fehler passieren würden, dann wären wir bei Korea und jedes Game würde halt im Durchschnitt 55 Minuten gehen. Und selbst da passieren halt auch Fehler. Das ist halt deutlich weniger. Jetzt kommt, glaube ich, auch langsam so der Bereich, wo Jensen sich halt nicht mehr reindrücken lassen muss. Also für mich Fly vielleicht ein bisschen zu defensiv gespielt. Ich glaube, der Poke von Jensen war halt einfach so der Grund, dass er sich gesagt hat, ja, ich muss mich ein bisschen zurücknehmen. Jedes Mal, wenn ich halt für einen Wave gehe, kassiere ich dort eine Auto-Attack von Landsoldaten plus halt ein Q, was nicht ganz so angenehm ist. Und ich würde halt selber auch gerne von Flame die Variante sehen mit einer frühen Heal Reduction. Das haben wir gestern von Impact nicht gesehen. Fairerweise war Impact natürlich auch von Anfang an behind und konnte deshalb auch nicht so viel Gold investieren. Aber hier sich halt einfach für einen frühen Executioner's Calling zu entscheiden, ist, denke ich, für Gangplank eine Variante, die man durchaus gehen kann. Das sind 1000 Gold, die man auch nicht unterschätzen darf. Aber 1000 Gold, die halt in einem Bloody Mir Matchup sehr, sehr viel bringen. Wenn es natürlich schnell aus der Landing Phase rausgeht, kann man auch noch überlegen, ob Ezreal zum Beispiel für den Executioner geht. Aber er hat halt, denke ich, noch mal ein bisschen mehr andere Prioritäten. Oh, ist das schön. Der hat nochmal den Crimson Rush Q durchbekommen. Der in einem Bloody Mir, so Bloody Mir hat er quasi immer mehrere Instanzen von seinem Q. Immer wenn er einen Q nutzt, sieht man, dass sich der gelbe Balken dort, oh jetzt zumindest ist er gerade gelb, auflädt. Und beim ersten Mal lädt er sich bis zur Hälfte auf und beim zweiten Q lädt er sich halt bis in den roten Bereich auf. Und dieser rote Bereich wird quasi als Crimson Rush bezeichnet. Und wenn du den halt zur Verfügung hast, bist du in der Lage, dem Gegner mehr Schaden zu verursachen und vor allen Dingen deutlich mehr Leben wiederzubekommen. Also man sollte als Vladimir immer versuchen, diesen roten Bereich auszunutzen, bevor er denn ausläuft. Das ist halt immer so eine kleine Phase. Ein paar Sekündchen hast du Zeit. Man muss sich auch zurückziehen, wenn er Angst davor haben muss, gedived zu werden. Jetzt sein Pool auch auf Cooler und Fly selber ist schon Level 6, also auch hier die Roams müssen halt einfach respektiert werden. Alles wird's gewinnen. Beide aber Level 5, also Sven's Grün ist da so ein bisschen hinterher. Normalerweise versuchst du, das ist halt so dein Ziel als Jungler, wenn du halt gut farmst im Early, dass du halt ungefähr ein Level erreichst zwischen Solo-Laner-Level und Botlane-Level. Dass du halt vor der Botlane-Level 6 wirst, aber halt erst nach dem Mid- bzw. Top-Laner-Level 6 wirst. Hat er jetzt geschafft, also liegt da ziemlich im Schnitt. Dadurch, dass man Jax halt Top-Lane gesehen hat, kann man auch die ganzen Routen in den schon drüber gehen. Okay, der wird jetzt hier auch an Jensen gegeben. Natürlich jetzt so ein bisschen blöd für Fly an der Stelle, weil er jetzt keinen Wurf zur Verfügung hat und das macht halt für Midlaner schon sehr, sehr viel aus. Cooler und Cinder oder her, die sind halt zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so wichtig, auch nicht verkehrt. Noch nicht ganz so essentiell, aber halt unbegrenzt spammen zu können und den Gegner halt die ganze Zeit unter Druck zu setzen, ohne halt wirklich auf sein Mana achten zu müssen, ist halt verdammt viel wert für Midlaner. Gerade für den Azir, der auch schon über eine sehr, sehr gute Reichweite verfügt. Fly wird dann nicht in der Lage sein, halt jede Combo zu vermeiden. Jetzt wird es vor allen Dingen auch interessant, mit einem Azir und mit einem Skana hast du halt doch schon Druck in der Mitte. Also theoretisch, wie gesagt, ich habe halt ein ähnliches Matchup genau heute gespielt. Und du bist ja als Azir immer in der Lage, Natalia zu All-In.
Die muss halt super defensiv stehen, kann halt überhaupt nicht pushen, wenn du sie halt nicht all-in kannst. Und sobald sie halt einmal für Push geht, kannst du halt direkt in sie rein dashen, kannst sie mit dem Ult nach hinten schmeißen. Und wenn da ein Skarner steht, der sie direkt auffängt, naja, Prost Mahlzeit. Da ist das Talia auf jeden Fall nichts mehr zu lachen. Und das ist halt durchaus ein Szenario, was ich mir hier vorstellen könnte. Mit einem Lane-Gang über einem Insec. Dass man da versucht, beim ersten Mal halt auch die Summoners zu passieren, eventuell sogar schon den Kill zu bekommen mit dem Skarner-Flash. Oder aber, dass man halt beim zweiten Mal den Kill passiert. Bisher ist Sven's Grün aber genau der Farmbot, der er auch wahrscheinlich sein möchte. Oh, 66 CS zu 42 CS im Jungle ist schon nicht schlecht. Mittlerweile wird das Ganze ja ein bisschen anders gemessen. Für diejenigen, die es nicht bekommen haben, wir hatten Mitte, Ende letzten Jahres eine kleine Abänderung im Jungle, dass halt jedes Camp aktuell 4 CS zählt. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt da 1 Million Raptoren hast und clearst die alle, dann hast du halt nicht 1 Million CS bekommen, sondern du kriegst halt wirklich 4 CS für jedes Camp. Egal, ob das ein Gromp ist, egal, ob das ein Blue Buff ist, egal, ob das die Raptoren oder die Crux sind. Jedes einzelne Jungle Camp ist 4 CS wert. Was dann natürlich eine etwas genauere Aussage darüber zulässt, wie viel Gold oder wie viel Gold reell gesehen hat Sven's Grün dann wirklich mehr. Und das ist eine ganze Menge. Also er hat wirklich ein paar Camps Vorsprung. Oh, aber Potain ist Jinx sogar gut vorne im Farm. Knapp über 10 CS. Das wird zwar sicher, bisher ist auch noch gar kein Kill gefallen. Aber eine Jinx skaliert natürlich, was einen All-In-Teamfight eingeht, um einiges besser als Nesfiel. Der kann zwar poken, über Zeit vielleicht ein bisschen mehr Schaden über sichere Distanz bringen. Also ja, auch er hat keine schlechten Late-Game-Scalings, aber wenn ich halt an Late-Game-skalierende AD-Carries denke, ist Jinx einer derjenigen, die halt im Late-Game wirklich fantastisch sind. Also wenn man es da so vergleicht. Also hier war für mich immer schon so ein Twitch, ein Jinx und Sivir. Das sind wahrscheinlich so die drei Hyper-Carries, die man im Late-Game kennt, dicht gefolgt von Axaya zum Beispiel und dann Tristana. Aber da ist halt einfach nochmal der Vorteil, wenn du auf Auto-Attacks skalierst und dann halt quasi Crit bauen kannst und noch eine besonders hohe Reichweite hast, was halt einfach über den Q von Jinx der Fall ist, dann bist du halt einfach hammermäßig geil. Wenn sie dann halt noch einen Assist bekommen, der erste Kill fällt und die Passive ausgelöst wird, naja, dann ist halt mit dem Teamfight meistens gelaufen, je nachdem, ob man sie fokussieren konnte oder nicht. Ja, für euch vielleicht nochmal der Hinweis, weil ich es jetzt ein paar Mal gelesen habe mit den englischen Cast. Leute, wir haben keinen Einfluss darauf. Das sind Hallenaufnahmen, die quasi im Cleanfeed selber zu hören sind, der für uns hier gestellt wird. Wir haben keine Einflüsse darauf, ob jetzt die englischen Casts dort vielleicht ganz leicht im Hintergrund zu hören sind oder auch nicht. Damit müsst ihr leben. Oder ihr macht den Sound ein bisschen leiser. Ich werde ihn dann nicht ganz so laut. So, Tam Kench, der sichere. Wenn ihr auch gerne nennen. Sneaky kann hier sogar nochmal den eigenen Q-Dodge von Asriel. Der muss seine Kench Shift nutzen. Sieht auch zu, dass er die Wave nochmal rauspusht, aber ihr seht, das war quasi gerade der härteste Schlagabtausch von beiden Seiten, den man auf der Botnet finden konnte. Und was passiert? Genau, nichts. Das könnte sich jetzt aber schon flux ändern, denn hier kommt der Talia Roam mit der Wall auf die Botlane. Der 4-Mann-Gang, der ist da. Time Catch ist down, First Blood ist da, Sneaky allein gegen 4, hat keine Chance und damit nochmal 2 Kills mit FlyQuest mit einer wunderbaren Rotation. Und da an der Stelle kein Rückhalt für Cloud9. Was kriegt man da raus, ist jetzt die Frage. Jensen dabei, die Midlane zu pushen. Toplane hat man Skarner am Herald, den hat er gerade auch, na, noch hat er nicht ganz fertig, aber wird ihn hier auch definitiv bekommen können. Und im Endeffekt hat man halt keine Möglichkeit, einen guten Drachen zu erhaschen. Das ist ein Cloud Drake, den man sicherlich mitnehmen könnte. Und wird man wahrscheinlich auch gleich nach dem Turret First Blood auf der Botlane. Aber das war's dann auch. Also hier der Herald, ebenfalls, wenn man ihn gut einsetzen kann, eine Möglichkeit, den mittleren Turm auch zu nehmen. Gerade ganz danach aus, ne? Sven's Grün jetzt auf dem Weg, Fly hat kein Mana mehr. Ja, Jensen ist aber nicht in der Lage, ihn zu erreichen. Oh, Ult ist da. Sagt, man geht rein mit den Soldaten, trifft aber nicht. Fly konnte rechtzeitig flashen, hat aber jetzt keine Möglichkeit, da mehr irgendwie rauszukommen. Der Flash hat ihm auch bloß ein paar Sekunden verschafft. 1-2, Cloud9 mit dem direkten Anschlusskill und damit auch der erste Kill für Asia. Der momentan auch im Farm gut vorne ist, auch der mittlere Turm wird wahrscheinlich gleich fallen. Und je nachdem, wie man den Herald einsetzt, kann man eventuell auch den Botlane-Turm bekommen. Sven Skrill macht sich auch direkt auf die Reise, noch die Blue-Buff mitzunehmen. Ja, schön gemacht. Jensens Kombo ein bisschen spät gezündet, also hier war man nicht in der Lage, die Sandsoldaten mit der Mauer quasi noch zu verbinden. Vielleicht konnte er halt ein bisschen schneller rausflashen, war aber dennoch kein Problem. Das ist halt wirklich ein großer Nachteil bei Talia, dass du einfach so immobil bist. So, sehen wir nochmal den Botlane-Dive. Das war jetzt nicht so die Schwierigkeit. Dann Jax mit dem Flash, kriegt halt dann auf beide durch. Tam Kench hat schnell gefallen und Tam Kench hat Sneaky ja auch nicht wirklich Überlebenschancen gegen 4 Mann. Da hieß der Q jetzt auch auf Cooler und da kommt jetzt Garner.
Ich hätte Fly eigentlich schon über die Wand flashen müssen. Also es war wirklich Disrespect von ihm, dass er an der Stelle noch nicht geflasht ist. Und es war auch schön gemacht, dass Svenskin ihn halt direkt wegzieht von der Wand, dass er auch möglichst nicht rüberkommt. Das ist halt einfach Greed gewesen. Also hier kann man ganz klar sagen, auch Profispieler sind davon natürlich nicht befreit. Das ist eigentlich das Schlimmste, oder das, was halt allen Spielern am meisten Sorge und Kummer in League of Legends bereitet, die Gier. Nicht nur die Gier nach Kills, sondern manchmal auch die Gier, dass man halt einfach seine Summoners nicht verschwenden möchte. Aber manchmal ist halt doch ein bisschen verschwenderisch zu sein besser, als wenn man versucht, seinen Flash zu behalten und dementsprechend dann abgeholt wird. Sagt sich natürlich hinterher immer leicht. Oh, jetzt war das geschafft, glaube ich. Aber Fly, der riecht das. Traut sich da auch gar nicht erst dicht an die Wand ran. Und mit dem Herald sollte dann für das Team ja auch Geschichte sein. Ist vielleicht sogar ein bisschen Verschwendung. Also hier wirklich einen kompletten Herald einzusetzen und einen Turm einzureißen, der halt noch 20% hat. Naja. Aber sie kriegen auch Zeit damit gewonnen und können eventuell direkt auf den Break gehen. Also hier kriegt man quasi mit einem Objective, kriegt man das nächste Objective. Auch gar nicht so verkehrt. Oben bricht ab und traut sich nicht. Also selber ist auch noch nicht dabei, dort zu unterstützen. Er hält sich da zurück. Jens ist immer noch in der Mitte unterwegs. Den Break hat man hier aber bekommen können. Das war sogar knapp, aber Svenskin trotzdem mit einem guten Smite. Also die Division haben ein bisschen gefeiert. Das war zum Beispiel auch noch so eine Situation, wo ich jetzt die Kommunikation von Cloud9, es schien mir ein bisschen verwirrend zu sein, was dann wirklich das Ziel dort an der Stelle war. Im Endeffekt hätte halt zum Beispiel auch Azir seine passive Fähigkeit nutzen können, den Turm aufzustellen, für den mittleren Turm dort nutzen können. Hätte halt direkt rotieren können, um halt wirklich diesen Drake abzusichern. So ganz, ganz kurz schien man da halt großen Respekt zu haben, weil auch die Sicht ein bisschen gefehlt hat, dass der Gegner dort für den Test gehen könnte. Von dem Drachen. War aber nicht der Fall. Ja, jetzt kommt man die Lane noch. Und der Turm wurde immerhin genommen. Und dann ist halt ein bisschen vorne. Flippert man mir noch? Ja, man findet ihn, aber ein bisschen zu spät. Da war der Recall schon durch. Und dann hat man dort nochmal das Gangplank Ultimate genutzt, um den Turm zu verteidigen. Kann man so machen. Gewinnt letztendlich halt ein bisschen Zeit. Und auch hier haben wir jetzt eine Situation, wo zum Beispiel Cloud9 Spotlane halt nicht daher swappt, sondern man versucht halt wirklich offensiv Türme zu traden. Sondern nicht versucht jetzt halt oben in der schwächeren Lane den Turm zu verteidigen, sondern man will jetzt den oberen Turm abgeben und dafür den unteren Turm halt nehmen. Das ist eine Sache, die man halt durchaus so spielen kann. Ich muss jetzt aber aufpassen, dass halt oben die Leute nicht versuchen, noch schnell zu pushen. Okay, Liquorage. 2 gegen 3. Den Fight wird man hier offensichtlich suchen. Das ist immer ein Risiko. Ein Risiko, das man vielleicht gar nicht so eingehen sollte. Liquorage ist ziemlich low. Hat gleich wieder einen Crimson Rush zur Verfügung. Kann sich damit natürlich aber gut hochheilen. Jetzt kommt man mit dazu. Fly mit der Wall. Kann zumindest von Asi erstmal rauszone. Trifft Jens auch mit der ganzen Combo. Liquorage selber ist hier halt ziemlich am Existenzminimum gefangen. Nicht mehr so viel Leben für ihn. Wenn davon Fly noch einen Q connecten könnte, dann wäre es das. Aber er schafft's nicht. Liquorage ist schnell genug. Im Endeffekt muss man nur Svenskin opfern, der mit Flash stirbt an der Stelle. Aber die Entscheidung hier, muss ich auch sagen, ein bisschen fragwürdig von Cloud9, um für den Teamfight zu gehen, wenn man halt wirklich offensiv. Und man war halt komplett klar, dass das ein 2 gegen 3 wird. Weiß, dass man halt in Unterzahl ist. Also hier hat man sich vielleicht stärker gefühlt, als man letztendlich war. Vor allem, weil Whitehead auch von der Combo von Vladimir gar nicht getroffen wurde. Da hat er halt kein Ultimate bekommen. Und nur die beiden Tanky-Champions, in Anführungsstrichen, wurden dort erwischt und die kriegt man natürlich nicht so einfach down. Das Svenskin hatte hier Flash, ne? Und jetzt von der Combo getroffen. Also hier muss man wirklich sagen, er hätte definitiv die Alistar-Combo flashen müssen. Und Liquorage hat halt wirklich mehr Glück als Verstand gehabt. Dass Wild Turtle da den Q verfehlt, rettet ihm das Leben. Wenn Wild Turtle da halt mechanisch on point ist, dann kriegt er den Kill. Und damit fallen halt 2 Kills für FlyQuest. Ja, Cloud9 hier. Wie sagt man so schön? Cocky waren sie unterwegs. Das ist eine Sache, die competitive gesehen ehrlich gesagt nicht so schön ist, wenn man da halt wirklich offensichtlich für ein 2 gegen 3 geht. Solo-Q ist immer noch ein bisschen was anderes. Da ist Vladimir halt sowieso so eine Maschine, der halt theoretisch auch 1v5 kämpfen kann, wenn er halt alle treffen kann. Mit seiner Ult-E-Kombo. Ja, Svenskin jetzt mit seinem Stundenglas-Effekt der Stopwatch unterwegs. Da will er sich nicht engagen lassen. Vielleicht ein bisschen verschwendet an der Stelle. Ja gut, Brandy, ne? So kann man natürlich auch argumentieren, wenn man halt weiß, dass Wild Turtle... Vielleicht hätte er einfach predicted, dass Wild Turtle den Q predicted und wusste deshalb, dass er halt einfach laufen kann und da gar nichts zu erwarten hat.
bisher trotz allem noch ein ruhiges Game, was ehrlich gesagt Cloud9 bekommt. Da haben sich jetzt zwar mit der Top-Lane-Aktion so ein bisschen was verscherzt, aber es sind jetzt keine Werte, wo man sagt, das war halt ein Kill, der gefallen ist. So ein bisschen Glück im Unglück, selbst wenn zwei gefallen wären, weil das halt Kills, die halt sehr folgelos waren. Also es stand halt kein Objective auf dem Spiel. Kein Turm, den man im Anschluss noch verloren hat, kein Herald, den man hätte aufgeben müssen, wenn man ihn halt vorher schon bekommen hat. Und die Glitch und der All-In, ja, das war's für ihn. Also wird der nicht rauskommen. Wird direkt immer geslowed. Fly mit einem wunderbaren Roam und mit einem wunderschönen, sehr sauberen Kill, den man hier geholt hat. Ja, das ist halt vielleicht so ein bisschen. Das ist, glaube ich, noch so das, was Liquorice von gestern im Blut liegt. Gestern hat er zweimal den Solo-Kill auf dem Gangplank geholt. Da war es aber auch Impact, gegen den er gespielt hat. Flame ist hier deutlich sicherer unterwegs und lässt sich auch nicht vorführen. Das war not even close, ne? Ja, trifft er direkt das Barrel. Kann danach das ganze Combo ansetzen. Ich glaube, da hätte Flame sogar den Kill solo holen können. Er hat sogar noch einen Hextrinker zur Verfügung, um da halt nochmal die magischen Schaden zu kompensieren von Vladimir. Also er hat da momentan, glaube ich, gar kein Risiko, dass er eingeht. Throw another rock. Ja, mittlerweile ist Fly auch ein paar gut hinten. Das kann man natürlich so ein bisschen dadurch argumentieren, dass er halt sehr, sehr viel roam geht, dass er viel Druck auf die Sidelines ausübt. Jensen ist halt eher derjenige, der halt einfach schnurstracks durch die Mitte läuft und einfach jede Wave nimmt. Und dadurch, dass Asi halt sehr, sehr schnell pushen kann, ist man natürlich auch in der Lage, sobald halt Fly aber kurz nicht auf der Lane ist, direkt seinen Minion-Wave unter den gegnerischen Turm zu pushen. Dadurch verliert er natürlich auch einiges an CS. 3 Kills hat man Vorsprung. Das ist halt wirklich noch keine Rate, wo du sagen kannst, nach 20 Minuten, ja, das Game ist entschieden. Gerade wenn man sich die Scalings von Cloud9 anschaut. Das Ganze hätte mal interessant werden. Jens ist vor allen Dingen gerade in der Lage, jedes Mal die Raptoren vom Gegner zu contesten. Das war, glaube ich, gerade das dritte Raptoren-Camp, wo halt wirklich Teile von sich mobsen konnte. Und so ein gefeedeter Asie ist halt auch ein wirklich ähnlich wie Vladimir ein 1v9-Carry. Da steht halt so weit in der Backline, dass du ihn einfach nicht erreichen kannst. Und dann kann er von hinten aufräumen. Und die DPS-Werte von dem Asie sind halt wirklich nicht zu unterschätzen. Die sind halt einfach phänomenal fantastisch. Beim nächsten Backport wird es nochmal einen Yandrix für ihn geben. Er hat sich auch hier für die Double-Empen-Variante entschieden. Das ist halt auch das Standardbild, das du momentan bei Asie verfolgst. Ich bin von dem Double-Dorans nicht unbedingt überzeugt. Da ist mir halt ein Darkseal immer ein bisschen lieber. Grundsätzlich aber okay, so wie er es hier macht. Und ab dem Punkt, dass du halt Nashas Zahn und die Andrix fertig hast, hast du halt einen super krassen Damage-Spike. Vor allen Dingen auch gegen Objectives wie Nashor oder Drache. Okay, Sven's Gönn kann ja ohne Probleme dodgen. Man kann sogar Fly All-In, wenn man Bock hätte. Respektiert hier aber, dass die gegnerische Botlane noch dort ist. Ja, Sven's Gönn kassiert auch ein bisschen was. Aber nichts, was hier gefährlich wäre. Hat sich für die Iceborne-Bond-Variante entschieden. Also im Endeffekt ist sie natürlich gut, um eine Jinx so ein bisschen kiten zu können und auch im Teamfight einzuschränken, ähnlich wie ein Skarner, der halt natürlich sehr gut gekitet werden kann. Aber im Endeffekt hat der Gegner halt zwei Solo-Laner, die halt über immensen magischen Schaden verfügen, was natürlich einem Ezreal das ganze Spielchen nicht so einfach macht. Aber dann natürlich mit diesen Kiten kann man das schon verargumentieren, dass er dort für den Iceborne-Bond geht. Selber hat sich da auf die sichere Variante entschieden. Also Banshees ist für Talia halt ein außerordentlich gutes Item. Einfach allein schon, wenn du dein Ultimate quasi nutzt, bist du, also kann ich dir Gegner normalerweise ja, sobald er die Schaden zufügt, runterschmeißen von deiner Wand. Ach, dann play direkt wieder im All-In. Ah, Liquorice ist schnell, kann sich auch nochmal gut hochreihen. Beide müssen hier flashen, aber Gangbang ist halt derjenige, der von beiden ein bisschen schneller ist. Crimson Rush oder Q? Was ist zuerst da? Oder ist es das Barrel? Er muss hier einmal Gebrauch von seiner Stopwatch machen, aber auch das wird ihn nicht retten. Also Flame ist ja außer Rand und Band. Gestern, der Vladimir gut funktioniert, heute überhaupt nicht. Und aber Toplane entbrennt währenddessen Teamfight. Sven's Grin nicht wirklich useful an der Stelle. Kann nichts rausbringen. Kann zwar noch kurz ulten, aber keinen Schaden bringen, um wirklich jemanden zu bedrohen. An der Stelle kriegt man halt auch den Asi-Pick. Jensen mit Flash gestorben. Dadurch, dass jetzt halt der Jungle low ist, beide Solo-Laner tot, versucht man für den Nasher zu gehen. Sven's Grin selber wird hier nochmal engaged. Hatam Kenshi da sich, der rettet ihn nochmal. Glück im Unglück. Sneaky muss jetzt hier der Held sein. Sneaky muss halt irgendwie so viel Damage rausgeballert bekommen, dass das Ganze halt nochmal irgendwie rumzureißen ist. Kriegt aber nicht. Flame zu strong. Der Q sitzt nochmal on point. Und damit kriegt man den Kill. Sven's Grin kann jetzt zwar flashen, aber der Stun von Jax erreicht ihn noch. Smoothie kann das Ganze nochmal ausgleichen. Immerhin den Nasher könnte man stoppen. Gar nicht so unwichtig. Also Sneaky ist hier auf jeden Fall nicht umsonst gestorben. White Turtle geht nochmal ein bisschen aggressiver hinterher. Trifft ja auch, aber der Schaden ist jetzt nicht so enorm. Die Rüstungswerte
und Skana sind halt einfach schon gut genug mit den Ninja Tabis und mit der Kettenweste, dass er da momentan von Esfil nicht so viel zu befürchten hat. Das war okay, also natürlich nicht die Solo-Kills, einmal das Flame Solo gekillt wird und was mit Azion passiert ist, werden wir gleich nochmal sehen, ob man selber engaged hat oder eventuell engaged wurde. Aber hier gut gemacht, ne? Flame ist momentan der Stärkere, wenn es direkt ins All-In geht und Liquid Rage ist halt geface-checked und wurde halt im Nahkampf direkt erwischt. Seine Rüstung wird reduziert von dem Barrel und dann kann halt Flame einfach hinterher marschieren. Hat auch an der Stelle immer noch seinen Hextrinker zur Verfügung, also für ihn wirklich null Risiko, was er hier in Kauf nehmen muss. Aber eine klare Sache. So, jetzt sehen wir es. Oh, Asi ist für einen Face-Check gegangen und wurde halt direkt von Alistar dort engaged. Aber muss man halt wirklich sagen, das war ein Fehler von Jensen an der Stelle. Und alle mussten halt flashen, um irgendwie rauszukommen. Das ist schon bitter. Sneaky opfert sich dafür, dass man den Lasher nochmal abbrechen kann. Wie gesagt, ne, dass Asi stirbt, dass Vladimir stirbt, sehr unschön, sehr unsauber von Cloud9. Dass Sneaky stirbt, finde ich okay. Er hat halt im Endeffekt damit den Lasher stoppen können und ein gutes Opfer gebracht. Ja, und so langsam kommt man halt mit dem Rücken an die Wand. Cloud9 machen halt gerade Fehler nach Fehler. Und Flyker sehen das. Kann auch rechtzeitig reagieren. Also hier muss man natürlich auch nochmal sagen. Von Jay ist die Performance momentan on point. Die Engages sitzen. Und auch in dem Game kann ich dem Scala-Pick halt noch überhaupt nichts abgewinnen. Also halt abgesehen von dem einen Kill, den er halt in der Midlane geholt hat mit seinem Ultimate, hat er halt wirklich bisher nichts bewerkstelligen können. Er hat einen Herald gemacht und hat halt diesen einen Kill geholt mit dem Ultimate. Und das war's dann auch. Da bin ich auch am Ende wieder auf die Damage-Statistik gespannt. Das wird bisher nicht so viel sein. Wird jetzt hier auch direkt engaged. Sven Skirn schon Hälfte Leben verloren, aber man hat das ganze Team beisammen. Vladimir jetzt mit einer guten flankierenden Position. Er hat seinen Flash noch nicht ganz zur Verfügung, was es ihm natürlich schwierig macht, in den Teamfight reinzukommen. Aber wenn der Teamfight für Liquid Rage gleich da ist, könnte eventuell was gehen. Oh, Sparrow trifft hier nochmal, allerdings plus Smoothie. Gute Position für FlyQuest. Die können durch ihre gruppierte Position in der Midlane einfach diesen Turm jetzt erhaschen. Den gab es für free. Gangplank Ultimate hier mehr oder weniger nochmal ein bisschen zu poken. Smoothie ist da, um dort seinen AD Carry nochmal aus diesem Knockback rauszuholen. Da wird das Gangplank Ultimate auch so ein bisschen verpufft. Nichtsdestotrotz, die Situation hat halt nach sich gezogen, dass FlyQuest einen weiteren Turm bekommt und seinen Goldvorsprung ausbauen kann auf 2000 Gold. Turmmäßig ist man jetzt auch gleich auf. Skana Flame ohne Waffe. Ja, das ist halt. Also, wie gesagt, ich kann mich mit dem Pick noch nicht so richtig anfreunden. Ich finde ihn jetzt nicht super schlecht. Aber er kann mich halt, und das ist das vierte Game, das ich sehe, in bisher noch keinem einzigen Game wirklich überzeugen. Also in jedem Szenario wäre für mich entweder Nulu besser gewesen, wenn man halt wirklich auf diese Objective Wert legen möchte, oder halt sowas wie Gragas, um halt einfach einen tanky Jungler zu haben, der halt super viel Utility mitbringt. So, und ob du jetzt den Gegner nicht reinziehst oder ob du die halt mit dem Barrel nicht reinschleuderst, macht für mich ehrlich gesagt auch nicht mehr einen Unterschied. Jensen kam ganz so weiter. Die 1-1 ist jetzt natürlich doch immer super okay. Also tatsächlich auch direkt einen Lernstab geben. Sieht auch so ein bisschen aus, als ob man den jetzt vollständig hat. Geht direkt wieder einen Recall. 13 Farben ist doch auch schon sehr löblich. Ganz wenn es grillen, wird hier gerade alleine erwischt. Will so ein bisschen die Sichtkontrolle herstellen, um mal Strike Pitch mal vorzubereiten. Denn der nächste Drache wird halt ein Infernaler sein. Und so ein Höllendrache, der ist natürlich für einen Cloud9, dass er halt drei hardscalierende Champions im Late Game hat, schon richtig geil. Den möchte man hier auf jeden Fall bekommen. Auf der anderen Seite vielleicht wäre es natürlich auch nicht verkehrt, um halt ihr Game im Late Game zu verbessern. Ich meine, sie haben auch kein schlechtes Late Game Scaling. Jax Gangplanks sind vollkommen okay. Talia ist halt, bringt halt ein bisschen mehr Utility mit, wenn sie die Wall richtig einsetzen. Ist halt von den rein Damage Scalings nicht ganz so relevant, wie es zum Beispiel in Asia ist. Ähnlich halt auch wie in Ezreal, aber sie haben natürlich deutlich mehr Poke zur Verfügung. Können also Teamfights auf eine andere Art und Weise durchaus auch im Late Game gewinnen. Ja, Sneaky, der knattert auch noch nicht so richtig. Da fehlt halt noch das dritte Crit-Item. Dass die Mehrzahl der Auto-Attacks dann halt auch wirklich in kritische Treffer münden. Ja, und Anna holt sich jetzt einfach solo den Drake. Cloud9 hier auch anscheinend nicht in der Lage, irgendwas dafür im Tausch zu bekommen. Also Nash ist aber nicht wirklich. Der Drake ist ja auch nicht safe, geht jetzt an FlyQuest und damit für sie der zweite Drache, der hier nochmal ordentlich was an Damage mit ins Team bringt. Skana ist einfach um 4 stärker und wird trotzdem sehr tanky. Ja, gebe ich dir recht soweit, also gerade wenn man es mit dem Gragas vergleicht, was ich als Beispiel gebracht habe, hat dafür aber den deutlich schlechteren Engage.
bringt deutlich weniger Potenzial mit, auch wenn er tanky ist. Und wenn du halt Tankiness wollen würdest und einen Clear, gehst du halt für Nunu. Also Nunu ist halt immer noch der Champion, den ich ja jetzt hier als Beispiel jedes Mal nehme, um halt mit Skarner zu vergleichen. Und Nunus Clear ist mit Sicherheit stärker als der von einem Skarner. Gerade weil er ihn halt viel, viel mehr pressuren kann. Du hast halt mehr Objective Control und du bist halt, denke ich, noch tankiger als Skarner ist. Hier geht man jetzt für den Engage. Fly, der hat ein Problem. Schönes Time-Catch-Ultimate. Fly ohne Flash. Hat keine Möglichkeit, hier noch davon zu kommen. Damit jetzt ein guter Pick für Cloud9. Das Time-Catch-Ultimate hat man hier vorhin eingesetzt. Hat direkt eine Wave in der Midlane, kriegt den T2-Turm und kann sogar noch weiter pushen. Hier sollte jetzt bei Z eigentlich ein Gangplank-Ultimate kommen, um die Wave zu clearen. Kommt vielleicht sogar ein bisschen spät, aber sollte reichen, um den Turm zumindest noch verteidigen zu können. Fly hier einmal kurz alleine unterwegs gewesen. Und just in dem Moment kommt auch direkt der Engage. Flame bleibt aber ruhig. Hat sein Ultimate nutzen müssen, hat sein Teleport aber immer noch parat, um eventuell diesen Nasher verteidigen zu können. Holt sich den T2-Turm unten. Sollte jetzt wahrscheinlich auch den Teleport nutzen, um dort den Nasher zu verteidigen. Tut er auch. Denn Asi ist jetzt nicht unbedingt glimpflich damit, diese Objectives unter Druck zu setzen. Zack. Zwei Mann Engage ist da. Allerdings Licorice, der macht kurzen Prozess und denkt sich, yo, ich gewinne einfach mal Zeit für mein Team. Ich habe ja meinen Pool zur Verfügung. Die Gegner können mich nicht einfach so töten. Zone drei Leute alleine raus. Und damit keine Möglichkeit, dem jeweiligen Alistar zu Hilfe zu kommen. Immer noch die Möglichkeit für Ander vielleicht für den Steal zu gehen. Flame auch noch in der Lage, eine Barrel-Kombi anzubringen. Sven's Grün immer noch im Pit, der kann das aber locker ab. Flame ein bisschen zu weit vorne, aber man kommt nicht an ihn ran. Der Nasher ist halt hier echt riskant noch an der Stelle. Fly mittlerweile auch wieder respawn, kann hinterhergehen. Sven's Grün ist ziemlich low, hier muss man noch kurz Sticky rausfressen. Er stand zu weit vorne, aber kann sich das natürlich leisten. Er weiß, er hat einen Time-Catch mit dabei und jetzt übernimmt man. Nee, man muss den Nasher, ich wollte schon sagen. Das wäre eine schlechte Idee gewesen. Schön gemacht. Trotz des Catches auf Fly kann man halt den T2-Turm auf der Botlane nehmen und gleichzeitig nochmal diesen Nasher hier verteidigen. Trotzdem natürlich nicht optimal gelaufen. Denn jetzt hat man im Endeffekt den Teleport-Nachteil. Okay, jetzt wird Flag das selber für den Nash Rush gehen. Das ist aber super riskant. Aber sie haben gut Schaden mit dabei. Es geht auf jeden Fall nicht langsam voran. Die Hälfte hat man schon bekommen. Sven's Girl ist auf dem Weg. Aber das ist Alistar, den er einfach zurückschmeißen wird. Die Zeit ist da. FlyQuest mit einem brillanten Call. Übernehmen den Nash, kriegen die auch insgesamt. Jetzt heißt es nur noch überleben, wie es halt irgendwie geht. Underportet direkt durch. Zack, raus ist aus dem Pit. Ab in die sichere Base. Und Jay, der wird hier sterben, aber der kann sich das erlauben. Im Endeffekt hat er dafür gesorgt, dass dort Skarner nicht mehr mit reinkommt ins Drake, beziehungsweise ins Nashpit, Entschuldigung. Und ein Kill. Und dann auch nur den Support für den Nasher zu tauschen, ist auf jeden Fall eine Sache, die man machen kann. Kein Drache, der da ist, kein Turm, der momentan unter Druck gesetzt werden kann. Den T2-Turm unten wird man auch noch verteidigen können. Gut gemacht, FlyQuest mit einem schönen Call. Da kann man nicht meckern. Ander muss hier nochmal kurz wegspringen, weil er halt, aber weil Flash ist noch nicht wieder da für Sven's Grün. Angst haben muss er da nicht wirklich. Das ist halt ähnlich wie das FlyQuest, was ich halt im vorletzten Split als FlyQuest quasi das erste Mal so richtig reinkam und Hai damals noch in der Mitte, was sie halt wirklich ausgezeichnet hat. Also sie hatten damals wirklich gute Makro-Calls zum Anfang des Splits. Danach halt schon kaum. Danach ging es halt bloß noch bergab, aber das ist halt wirklich ein FlyQuest, was ein Point ist, wo man einfach sieht, der Gegner zieht sich zurück, gibt uns ein kleines Zeitfenster und dann kommt halt direkt der Nash-Call. Wir hatten jetzt nicht die schnellsten Tier, einfach nur weil Ezreal halt nicht der brillanteste Champion ist. Sie hatten aber ihren Top-Laner parat und Gangplank hat halt auch schon gut was an Items. Er wird halt jetzt beinahe sein viertes Item fertigstellen können. Ein bisschen muss er, glaube ich, noch farmen. Ja, und damit natürlich jetzt auch wieder Cloud9 in einer etwas unschöneren Situation. Und sich gerade zurückgekämpft, haben halt immer wieder ein Paket bekommen können. Und dann kommt halt der Nash-Call. Sie verlieren diesen. Einzige Hoffnung, also was heißt die einzige Hoffnung, die große Hoffnung, die ich momentan sehe, ist halt immer noch die Kombination aus Mid- und Top-Laner. Das hat man vielleicht eben doch schon so ein bisschen gesehen, dass Licorice in der Lage war, drei Mann zu zonen. Und das hat ziemlich lange. Und er hat halt noch nicht mal eine Stunde da. Ich denke, das wird sein nächstes Item sein. Das verschafft ihm halt einiges an Zeit. Ja, ne? Skarner, Freunde! Hi! Guter Champion. Ich finde auch gut, wie man halt im Hintergrund gerade diese einzelne Person gehört hat, wie sie geklatscht hat. Guter Flash. Guter Flash. Kann natürlich mal passieren. Aber ich... Er überzeugt mich halt nicht. Entschuldigung, aber Skarner, auch wenn ich... Ich muss es halt immer wieder sagen. Der Pick überzeugt mich halt immer noch nicht. Und dann kann er halt momentan noch so oft in der LCS gepickt werden.
Vielleicht kommt er in meiner Erleuchtung noch. Wer weiß, wer weiß. Das war jetzt innerhalb von 2 Tagen das 4. Mal, dass er gepickt wird. Da wird schon Sinn dahinter stecken. Ich kann ihn halt einfach bis selber noch nicht sehen. Irgendwie habe ich gerade so ein Déjà-vu. Sven Skrill und Ander haben, glaube ich, gerade 3 oder 4 Mal dasselbe Szenario gehabt. Da kommt aus dem Busch, läuft auf Ander zu, der nutzt sein Ausweichen und danach geht er wieder zurück in den Busch. Das ist gar nicht das Tanky. Das sollte man hier auf jeden Fall nicht in den Fokus nehmen. Aber den Turm, den kann man halt durchaus ein bisschen Schaden zufügen. Jetzt kommt Licorice von hinten, ist aber auf Hälfte Leben. Direkt für sein Flash. Wild Turtle so ein bisschen Gefahr, aber immer noch sein Flash. Also wirklich tödlich wird das für ihn nicht enden. Oh Gott, Smoothie mit einem HP schafft er das, sein Schild zu aktivieren. Die Heilung reicht aber nochmal, dass man JJ hier zumindest nicht verlieren muss. Und im Endeffekt gibt das ein Kill auf Ander. Der war hier nicht in der Lage, das Ganze zu überstehen. Wenn ich mich nicht täusche, war auch er derjenige, der gerade von Skala geultet wurde. Damit keine Möglichkeit hatte, da großartig rauszukommen. Also weder mit Flash noch mit seinem Sprung. Also was nochmal mit dem Teleport. Ah, keine Möglichkeit gehabt, vor den Base zu gehen, aber trifft zumindest mit dem Ult Wild Turtle, der sich ja zurückziehen muss. Aber ich hätte halt in dem Teamfight 1, 2 Qs. Klar, hat 2 Qs landen können. Das war halt der gesamte Impact. War wirklich so viel. Aber schöne Heilung hier nochmal. Aber wir haben auf seinen Supporter aufgepasst. Das ist halt so mal diese Synergie. Der Supporter ist für dich da und du bist für den Supporter da. Niemand opfert sich hier gegenseitig. Ich bin auch auf White Turtles Damage gespannt am Ende des Tages. So klar, er hat halt natürlich eine Menge Poke, damit er halt seine Damage-Statistik ein bisschen erhöhen kann. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er halt über den Bild wirklich momentan sehr wenig Schaden zur Verfügung hat. Vergleichsweise. So ein Jinx hat natürlich da ein bisschen einfaches Design. Das nennt sich Rechtsklick. Und da die Autotext kritten, gerade noch mit dem verstärkten Q, dann tut das halt schon gut weh. Und der Jinx ist halt auch wirklich hervorragend darin, Türme einzureißen. Das sieht man hier gerade. Mit der Gatling sieht man halt fast einen durchgehenden Schuss. Und der Turm wird halt einfach in 0, nichts dort eingerissen. Ja, und langsam braucht FlyQuest zu lange. Also langsam ist hier wirklich das Stichwort. Sie sind gerade zu langsam. Haben den Nashor nicht wirklich ausnutzen können. Haben damit halt wirklich gar keinen Turm bekommen. So, und im Endeffekt haben sie halt immer noch einen Azir, einen Vladimir und den Jinx gegen sich. Die halt im Late Game nicht unbedingt dort Erbarmen haben werden. Für mich hat FlyQuest auf jeden Fall ein gutes Game gespielt. Aber ich denke, jetzt werden sie halt langsam an ihre Grenzen kommen. Vor allem, wenn man sich halt einfach mal den Azir anschaut. So, Azir ist jetzt halt annähernd davor, Fullbild zu erreichen. Ein Item fehlt noch. Wenn diese Kontrolle wird jetzt hier irgendwo platziert und halt Base gehen wird, dann wird da wahrscheinlich auch das letzte Item fast da sein. Weil halt mittlerweile die 400 CS-Marke überschritten. 4-1 ist der gute Jensen unterwegs und damit natürlich ein perfekter Backline-Carry. Und ich sehe momentan auch wirklich in einer reinen 5 gegen 5 Situation, wo man tief weit aufbaut, sich halt niemanden der Azir bedrohen kann. Das ist halt so wirklich ultra schwierig. Selbst wenn Ander zum Beispiel auf ihn aufflasht, naja, nutzt Azir einfach sein Ultimate, schmeißt ihn wieder runter und kann halt ganz in Ruhe von hinten mit einer richtig schönen Reichweite aufräumen. Also der Impact-Unterschied zwischen den beiden Midlaner wird jetzt halt zum Late-Game hin enorm sein. Fly muss halt wirklich eine richtig gute Combo landen, um sich zu etablieren. Also er muss halt wirklich nur einmal sneaky durch die Gegend wirbeln, Licorice ditzt das Engagen damit und dann gleichzeitig noch 5 Leute treffen, gefühlt, um halt denselben Impact zu erreichen, wie es halt Nase zu dem Zeitpunkt kann. Das ist halt für den Talier nicht ganz so einfach. Ich gebe dir ja recht, Focke. So, Jax und GP sind auch stark, aber Jax und GP haben halt beide keine Möglichkeit, eine Nase zu bedrohen. Also wie willst du halt Azir erreichen? Da muss sich halt wirklich ein Szenario ergeben, weil Jensen in so einer schlechten Position ist, dass man hier direkt engagen kann. Und guck dir an, wo ist da kein... Da ist kein Schaden. Und da steht halt einfach ein Azir hinten, der hat die Gegner in 0, nichts zerlegt. Guck dir mal die Sandsoldaten an, was die rausmachen können und währenddessen hat Flame, klar. So, Gangplank und Jax haben ein gutes Scaling, aber sie funktionieren anders. Sie funktionieren halt nicht in der Situation so gut, dass sie halt einen Azir bedrohen können. Einfach nur, weil der Hard Engage fehlt. Licorice, der verschafft sich nochmal ein bisschen Zeit. Kann sich auch nochmal ein bisschen hochheilen. Ultimate, das auf beide getroffen hat. 900 Leben annähernd. Schon mal keine schlechte Heilung, aber ohne Jungler wird es jetzt sehr, sehr schwierig sein, diesen Nashor zu verteidigen. Sven Skrill hat zwar einiges an Leben verloren, aber der kann auch nochmal ein bisschen was ab. Und Azir ist halt grandios daran. Guck euch mal den Schaden an, ne? Der Nashor, zack, zack, zack. Zack, wurde abgeholt. Sven Skrill hat das sauber gemacht. Flame jetzt ein bisschen weiter vorne. Azir aber wieder gut hinten positioniert. Sandsoldaten kommen halt mit rein. Wild Turtle muss das respektieren. Ja, Licorice hat da nicht die beste Position, muss jetzt auch flashen. Oh, Wild Turtle jetzt im Pit gefangen.
Jensen kann ein bisschen was an Schaden rausholen. Sneaky lässt sich aber erwischen, übersteht das Ganze. Und Jensen, der punisht dort die Aggressivität von Flame sofort und räumt ab mit ihm. Jetzt kommt Liquorice schon mal rein, der ist vorher gebased, hat sich seines Teleports bemächtigt und hat damit eine wunderbare Position, um auch direkt nochmal Fly rauszunehmen. Oder ist er der dritte Kill? Auch Alistair hat keine Möglichkeit rauszukommen. Wild Turtle, naja, gut, der ist mobil genug. Ich glaube, den zu jagen lohnt sich nicht so sehr. Da geht man jetzt lieber für den Push. Man will ja im Endeffekt dort an den Inhibitor rankommen. Das sollte ja auch gut möglich sein. Cloud9 mit der wunderbaren Aktion und Jensen halt einfach perfekt in Position. Niemand, der ihn bedrohen kann, der kann halt einfach von hinten aufräumen. Das ist nicht so der Spaß, den Wild Turtle gerade hat. Ja, das ist direkt das Ende. Jetzt haben sie wirklich keinen Erbarmen mehr, der nächste Kill der Nase geht. Und damit jetzt auch den Nexus, den man nehmen kann. Also Cloud9 haben halt einfach ganz geduldig gespielt, gewartet. Und im Endeffekt waren sie halt stark genug, um halt mit einer sehr, sehr guten Late-Game-Kombo, gerade mit dem Asi im Mittelpunkt, das Ganze beenden zu können. Also für sie auf jeden Fall ein wackeliger Sieg, so möchte ich es mal formulieren. Es war halt kein astreines Gameplay, viele Kills, die man hat mit Game abgeben müssen. Letztendlich aber trotzdem genug, um halt noch an den Sieg ranzukommen. Ja, das ist selber, also das ist ja wirklich ein knallhartes Gesicht gerade, ne? Ah, da kommt nochmal das Lächeln. White Turtle, der kriegt hier nochmal ein bisschen mehr Zuwendung. Liquorice und White Turtle, die freuen sich da nochmal ein bisschen. Das war eine sehr, sehr schöne Performance hier von Jensen und das war auch nochmal so ein Szenario, wo man dann einfach sehen konnte, wie gut Asi halt in der aktuellen Meta ist. Auf Patch 8.2 noch ohne die Nerfs. Einer der Champions, wenn nicht sogar der stärkste Champion für die Midlane, wenn man ihn halt ohne Probleme ins Game reinbekommt. Es gibt so ein paar Champions, die sich meiner Ansicht nach halt etabliert haben, die man halt gut gegen Asi spielen kann, aber Talia ist für mich halt einfach kein Matchup, was halt stark genug ist, um halt ab einem Level 4, Level 5, vielleicht ein bisschen später sogar, sagen wir mal Level 7, Level 8 Spike, gegen den Asi wirklich mithalten zu können. Und das hat man halt auch eindeutig gemerkt. Und da fehlt dir halt einfach der Hard Engage. So, das war halt einfach eine Combo. Ne? So, für die Lane war es okay. Early Midgame war halt von FlyQuest gut aufgestellt. Sie haben halt viele Kills bekommen. Ein Gangplank, der halt in einem rein 1 gegen 1 Matchup, also hier muss man Flame wirklich vielleicht nochmal so ein bisschen hervorheben, halt sehr gut performt hat. Aber das Szenario, also das Team-Szenario mit Natalia in der Midlane ist einfach nicht gut genug, um halt diese Scalings von einem Jax, von einem Gangplank halt sehr gut ins Spiel zu bringen. Klar, die haben Schaden. So, die sind halt auch gut tanky im Late-Game. Ändert aber nichts. Ein Asi hat mehr Schaden und hat halt die Reichweite, um den Gegner halt auf Distanz zu halten. Und mit einem Skana auch eine Frontline, die halt stark genug ist, halt wirklich Zeit und Raum zu schaffen. Also er seine Sandsoldaten halt jedes Mal wieder repositionieren kann, sie jedes Mal neu stellen kann, die Gegner unter Druck setzen kann. Was für mich noch interessant ist, was ich euch auch nicht vorenthalten werde, ist die Damage-Statistik. Also hier vor allen Dingen für mich wieder zwei Dinge im Fokus. Einmal der Skana-Damage. Also hier muss man wirklich sagen, Skana ist sehr lange wieder so ein Fragezeichen gewesen. Im Endeffekt aber im Late-Game Worth, wie gesagt, das ist halt kein schlechter Champion, ne? Aber ich denke, es gibt halt trotzdem bessere Optionen. Er hat seine Aufgabe erfüllt, er war tanky, hat halt gut Damage gesoakt, hat halt für Asi Freiraum geschaffen. Das war so ein bisschen das Ziel im Late-Game. Genau das hat er auch getan. Ja, und dann muss man halt wirklich sagen, kommt halt der Schaden auch genug zur Geltung. Ja, und das Zweite, was mich interessiert, abseits des Damage, den wir halt vom Skana haben, Wild Turtle. Also für mich war Wild Turtle auch so ein bisschen das Fragezeichen in diesem Spiel. Wir haben einige Situationen gesehen, wo er halt sein Limit vom Champion nicht ausgereizt hat. Esfir, möchte ich auch nochmal betonen, ist ein sehr anspruchsvoller Champion, der halt wirklich schwierig ist, in Teamfights gut zu performen. Du musst halt wirklich jeden Q treffen. Jeder Q, der trifft, gibt dir Cooldown Reduction auf deinen anderen Spells und gibt dir somit halt auch die Möglichkeit, noch mehr Qs zu landen und vom Schaden her selber kommt da natürlich noch auch einiges rauf. Das darf man nicht vergessen. Und für mich hat White Turtle halt in vielen Situationen einfach nicht genug Druck aufgebracht. Ne? Und hat halt noch hier und da noch ein Q gemisst und hat halt wirklich viel gefehlt. Also da bin ich wirklich neugierig, was halt im Endeffekt am Schaden oben raufkommt. Also das waren so die beiden Punkte, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Und ansonsten war es halt klipp und klar. Ich habe ja von der Champions Selection gesagt, besserer Draft von Cloud9, besser skalierender Draft. Und wenn man halt im Early Mid-Game das Ganze nicht nach vorne bringen kann, dann reicht es für FlyQuest wahrscheinlich nicht, um das Game zu gewinnen. Im Endeffekt war es auch so. Ja, und für uns heißt das, wir dürfen einen Punkt an Cloud9 verteilen.
die damit ihren Platz 1 auch momentan solide verteidigen können. Echo Fox wird natürlich heute auch noch dran sein. Für Echo Fox ist auch immer die Möglichkeit, halt wieder aufzuholen. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Eigentlich sind sie auch noch Platz 1. Sie müssen ja heute erst noch spielen. Sollten sie aber verlieren, dann ist momentan Cloud9 der alleinige Anführer der Tabelle. Das wird sich natürlich zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Wir, meine Lieben, gehen erstmal ein ganz, ganz kurzes Werbepäuschen. Danach geht's weiter mit dem nächsten Game zur NALCS. Live, Sonntagnacht. Yay! Zum Montag. Ich hoffe, ihr habt morgen trotzdem alle aufgeschlafen und könnt halt richtig schön zur Schule gehen, zur Arbeit gehen, was auch immer. Vielleicht hat der eine oder andere auch frei. Man weiß es nicht, ne? Werbepäuschen. Bis gleich.